macht sofort einen Treffer. Jawohl! Oh, oh, oh. Hat sie sich wehgetan? Beim Zurücklaufen. Na, nur beim Zurücklaufen. Hängen geblieben. Aber geht. Alles gut. Aber es geht weiter. Und da haben wir die 20 Tore, die ich vor ungefähr 6-7 Minuten angesprochen habe. Man hat sie erreicht und 2 Tore durch die 16-Jährige, das muss man nochmal festhalten, Jennifer Kriegsmann. Kriegs hat ihre Gegenspielerin nicht gehalten und der Ball lädt aber auch rein, der Ball. Durch die Nummer 8. Machen rein. Und jetzt der Konter. 45. Und nochmal das Tor für Dortmund. Nicola Scholl. 20. 45. Noch 40 Sekunden, genau. Kleines Fazit, denke ich mal, Kai. Es war schön zu sehen, mal hier eine Bundesliga-Mannschaft in der Halle zu haben. Mal auch nochmal zu sehen, dass der Sprung nach oben unheimlich weit ist und harte Arbeit hervorruft. Und wenn die Künste jetzt nochmal mit dem Treffer. Aber ab und an lässt Schwerin seine Möglichkeiten und seine Fähigkeiten aufblitzen. Somit muss ich sagen, war es ein schönes Handballspiel von beiden Mannschaften. Und man kann einfach nur stolz sein, als Schweriner die Mannschaft in der dritten Runde vom DHB-Pokal gehabt zu haben. Jetzt wird nochmal gestellt. Man hat eine ganze Halle fesseln können, begeistern können. Kopf hoch, Mädels, das war eine super Leistung. Schwerin in der Reiferbahn. 46-21 gewinnt Borussia Dortmund gegen Grünwald Schwerin und zieht damit in die nächste Runde des DHB-Pokals ein. Ich bedanke mich bei Roberto für den tollen Kommentar. Gerne. Bei beiden Mannschaften für das tolle Spiel, was wir heute gesehen haben, für das Erlebnis am Jahresanfang 2011. Was uns schön eingeleitet hat in das Sportjahr 2011. Ich danke fürs Zugucken und wir sehen uns gleich noch zu den Interviews. Aber wie oft ist es im Sport schon passiert, der Trainer sagt, passt da bitte auf und dann macht der Spieler oder die Spielerin in dem Fall, ach, das werden schon mal geschaut. Wie sahen die letzten Minuten dann bei Ihnen aus, als Sie hier in Schwerin angekommen sind? Wir haben das Glück, eine Jugendkoordinatorin im Verein zu haben und die Trainerin der zweiten Mannschaft von der Saar-Harris-Lee. Und damit wusste ich... Zufall. Zufall.
Also damit waren wir alle gewarnt, ne, weil die wussten, was ihnen hier widerfahren ist. Das wollten wir also nicht. Darauf haben wir trainiert. Klar konnten wir uns nicht speziell vorbereiten, weil wir morgen dann das wichtige Spiel zu Hause in Weibern haben. Aber ich denke, dass meine Mannschaft das über weite Strecken ganz gut gemacht hat. Und dass es eben zu 21 Gegentoren gekommen ist, das Verdienst von Schwerin und nicht von uns. Können wir vielleicht nochmal sagen, Halbzeitergebnis war 8:21 und dann Endergebnis 21:46 für die Borussia. Und Sie wussten auch, dass Sie hier in der Sporthalle an der Reiferbahn kommen, genannt die Hölle. War es nun so? War es stimmungsvoll? War es okay? Ja, schön, ich denke, das ist doch für Spielerinnen eine tolle Sache, so eine Atmosphäre vorzufinden. Da muss man nur immer innerlich dran denken, die sind alle für mich gekommen. Ja, die rufen alle meinen Namen und die feuern mich an. Und dann hat man keine Angst davor und dann wird das gut gehen. Und ich denke, dass es für beide Mannschaften und auch für das Publikum ein tolles Spiel war. Und deshalb fahre ich eigentlich ganz gut nach Hause und hoffe, dass mein Kollege aus diesem Pokalspiel und meine Mannschaft da so viel rauszieht, dass es ihm gelingt, den Aufstieg zu schaffen und dass er nächstes Jahr der Regionalliga sein. Ja, Dankeschön an Gustav Wilke, Trainer bei der Borussia. Bleibt doch noch mit stehen. Können wir schon mal Getränke dabei aufmachen. Und wir geben das Wort natürlich gleich weiter an Andreas Bartlauch, Trainer hier am Rückweis. Höhepunkt gleich zu Anfang des Jahres. Dann der nächste Höhepunkt am 23.01. Jetzt kommt man zum Pokalspiel. Eigentlich braucht keiner enttäuscht sein. Der Normalfall ist eingetreten, aber es hätte ja auch anders laufen können. Nein, also ich denke mal, das hätte nicht laufen können. Es ist alles so eingetreten, wie das die Leute haben. Das war ein großer Ausrutscher. Es ist im Handball gesetzt, dass die Mannschaft eine höherklasse Spieler in Klassikmannschaft glaubt es nicht. Das ist heute eigentlich ein Glückwunsch gilt in Borussia Dortmund. Es war vorher eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Aber ich möchte nochmal dem Publikum danken heute. So wie das hier heute war, das war schon Handballstimmung, wie wir uns das wünschen. Und genauso brauchen wir euch am 23.01. gegen Frankfurt oder. Danke. Andreas, dein Trainerkollege Wilke hat es ja schon gesagt, man soll ja aus so einem Spiel auch eigentlich das Beste mit rausnehmen. Und wir kommen jetzt mal zum Saisongeschäft. Da haben wir am 23.01. das richtige Spiel gegen den Frankfurter HC. Was hat dir denn heute gefallen? Und wo du sagst, vielleicht, was hat dir heute nicht gefallen? Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Die Mannschaft hat bis zum Umfang gekämpft, bis zum Schluss. Naja, man muss zunächst erstmal sagen, dass uns ein bisschen die Rückschlagskraft fehlt. Eine gute Deckungsarbeit hier von Borussia Dortmund hat mir gefallen. Und darauf müssen meine Mädels eben ihre Lehren ziehen und das in unserer Liga umsetzen. Denn die Gegner sind ja nicht von dem Niveau, wie wir spielen, wie wir sollten sagen. Ja, dann möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken bei Andreas, bei unserem Gästetrainer Gustav Wilke. Wir wünschen natürlich dem Team eine angenehme Einfahrt. Wie seid ihr hier mit großem Reisebus oder mit kleinen Fahrzeugen? Wir sind mit kleinen Reisebus. Wie ihr sonst die Großen vom Fußball haben? Wir sind ja nur die Großcousinen von den Fußballern, also von daher ist das bei uns alles ein paar Etagen tiefer. Also auch weiterhin viel Erfolg, ihr kommt ja aus der ersten Liga. Euer Saisonziel, vielleicht fragen wir da mal nach, wie sieht es denn da aus? Ja, beim Etat, bei der Etat-Erzielung über 70% ist natürlich die Bundesliga in weite Ferne gerückt. Aber wir wollen mit jeder jungen Mannschaft, die wir jetzt neu aufgebaut haben, zumindest eben den 7. Platz erreichen. Das würde also ein paar in der 2. Liga bedeuten. Und das ist unser Ziel und da machen wir weiter. Also, Dankeschön an alle, die hier waren, an alle Sponsoren, an alle Förderer, auch an alle freiwilligen Helfer, die hier heute dafür gesorgt haben, dass das so ein stimmungsvolles Spiel war, ein tolles Handballpokalspiel. Glückwunsch dann nochmal offiziell auch an die Gäste und Borussia Dortmund und Shake Hands. Man sieht sie vielleicht irgendwann wieder und Ihnen wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Am 23.01. begrüßen wir Sie hier zum Spitzenspiel in der Ostsee-Spielliga gegen den Frankfurter HC. Danke, dass Sie hier waren und noch ein schönes Wochenende. Ja, das Spiel ist vorbei. Es ist klar, letztendlich klassengerecht geendet am Schluss. Was nimmst du Positives mit heute aus dem Tag, aus diesem großen Spiel heute? Also in erster Linie mache ich meinen Mädels ein Kompliment. Sie haben gekämpft. Sicherlich ist nicht alles so gelungen,
wie es uns sonst gelingt, aber dass es eben eine härtere Gangart ist, das ist auch ganz klar. Sie sind gefordert worden und ich denke mal, sie werden alle die richtigen Schlüsse aus so einem Spiel ziehen. Wir haben Spaß gehabt. Dass Handball in Schwerin angenommen wird, das hat man an der Zuschauerkulisse gesehen. Alles in Ordnung. Ja, Spaß gehabt habt ihr, denke ich, auch hier in Schwerin. Nun war Schwerin nun nicht zwangsläufig das Traumlos von Dortmund. Hat man Schwerin vorher schon mal gehört in Dortmund? Nee, so direkt nicht, aber ich denke, das spielt keine Rolle. Also wir haben gesehen, was die Vorrunde gezeigt hat, beziehungsweise die Runde vorher gegen Harrislee. Und damit war Schwerin für uns ein ernstzunehmender Gegner. Und wir haben uns gut vorbereitet und ich denke, das haben wir auch gut umgesetzt. Klar gibt es immer die einen oder anderen Sachen, gerade gegen unterklassige Gegner, da sieht man einfach doof aus und es ist schwer dann von vorn bis hinten Gas zu geben und bis zur letzten Minute alles zu geben und ja, aber ich denke, letztendlich haben wir es gut gemacht und es war ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht. Ja, ihr habt wie die Feuerwehr angefangen, habt 9:0 geführt gleich am Anfang. War das die Marschroute, das Spiel hier früh zu entscheiden, gerade im Hinblick auf das Spiel morgen? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben gesehen, was gegen Harrislee passiert ist. Und der Trainer hat uns eingestellt. Harrislee wollte dich nicht, wie auch immer. Wir wollten und haben uns, wie gesagt, dementsprechend eingestellt und haben von vornherein Gas gegeben und gezeigt, wer hier der Herr im Haus ist, trotz auswärts. Ja, das haben sie gezeigt. Das ging gut los. Für euch jetzt die Ausrichtung wieder auf die Liga, das wichtige Spiel gegen Frankfurt zu Hause vor der Brust. Also trotzdem war jetzt eine lange Pause, 6 Wochen nicht gespielt. Wie seid ihr durchgekommen? Ja, also wir sind ganz gut durchgekommen. Wir haben wieder trainiert und auch gut trainiert. Und ich nehme so ein Spiel wie hier gegen Dortmund natürlich auch als Vorbereitung für so eine Meisterschaftsrunde oder ein Mannschaftsspiel. Und es war... wird uns weiterhelfen und am 23. stehen wir hier mehr unter Druck und da wollen wir die Frankfurter hier aus der Halle schießen. Ja, das ist eine klare Ansage, aus der Halle schießen, das dürfte auch euer Ziel sein morgen. Verlieren dürft ihr es morgen jedenfalls nicht, sonst rutscht ihr bedenklich ab Richtung Abstiegsplätze. Ja, genau. Also es ist richtig, punktemäßig gesehen schon, aber gut, wir haben im Pokal schon gegen Weibern gespielt, haben wir ziemlich hoch gewonnen. Pokal ist eine andere Sache, wie man weiß. Man hat seine eigenen Regeln. Aber ich denke, es spielt keine Rolle, auf welchem Platz wir sind, gegen wen wir spielen. Morgen ist ein weiteres Spiel, 2 Punkte zu holen. Und die müssen wir holen. Und wir haben ein Ziel vor Augen. Und wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir jeder nochmal mindestens 10% drauflegen. Also das, was heute war, war schon mal gut, gute Ansätze. Aber da muss noch mehr gehen, auf jeden Fall. Ja, ihr habt ja Spiel. 1, 2, 3. Soll ich denn jetzt sagen? Alles gut. Ganz locker, alles gut. Bin völlig nervös. Ja. Was wollte ich denn jetzt fragen? Irgendwas? Gut, machen wir was anderes. Ja. Blackout, ist ja nicht schlimm. Also ich würde sagen, beide Mannschaften haben heute ein gutes Spiel gezeigt, haben alles gegeben oder mehr oder minder alles gegeben und es ist zukunftsmäßig gesehen, kriegen wir es beide, denke ich, auf die Reihe, dass wir da noch eins draufsetzen. Ja, du hast ja noch ein bisschen vor dir. Denkst du, dass wir Dortmund gegen Schwerin in deinem Spiel, Schulnähnigkeitsbereich, nochmal sehen? Vielleicht. Alles ist möglich. Weiß ich nicht. Ja, dann gehen wir die Frage weiter an Andreas. Das wäre doch ein Ziel, mal wieder gegen Dortmund spielen, dann in der Liga. Wie weit ist das Ziel weg? Also, nochmal, also das wäre natürlich schön, wenn wir das irgendwann mal hinkriegen, aber der Schweriner Frauenhandball ist noch in den Kinderschuhen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Aufstieg in die dritte Liga und da müssen wir den Klassenerhalt dann sichern und dann schauen wir weiter, ob wir da irgendwo wieder mal einen Schritt weitermachen können. Ja, dann wünschen wir dabei viel Glück, wünschen Borussia Dortmund viel Glück gegen die TuS Weibern. Und vielleicht sieht man sich dann ja mal wieder hier in der Reiferbahn oder vielleicht in eurer heimischen Halle beim Spiel Dortmund gegen Schwerin. Vielen Dank.